Es wird ernst für Claire. Nach dem G-Training in der Zentrifuge soll es jetzt Richtung Weltall gehen. Bei der Luftwaffe in Neuburg tritt sie ihren Mitflug im Eurofighter an und trifft einen alten Bekannten. Hallo! Hallo, hallo Gordon! Schön, dich zu sehen! Ja, schön, vielen dass du es geschafft hast. Ich hatte ja versprochen, wenn du deine 7G schaffst, dann darfst du mitfliegen. Yes! Ich fliege nicht selber mit dir. Ich stelle dich den Piloten vor, den wir ausgesucht haben für dich. Das wird der Nobel sein. Das ist Claire. Guten Morgen. Hallo. Hi. Servus. Ja, das ist einer unserer erfahrensten Piloten, die wir hier im Geschwader haben. Bevor Claire jedoch ins Cockpit steigt, bekommt sie noch Fliegerkleidung. Dafür ist Baloo zuständig. Er hilft ihr bei der Weste, der Anti-G-Hose und einem Helm. Diese Spezialausrüstung benötigt sie, um die hohen G-Kräfte während des Fluges auszuhalten. Eine wichtige Frage. Was mache ich denn, wenn ich mich übergeben muss? Dann nimmst du die Maske vorher ab. Und dann habe ich hier was für dich. Das ist eine Tüte. Die Tüte packe ich dir hier ins Hosenbein rein. Mhm. Ist die einfachste Möglichkeit hinzukommen, weil du sitzt dran und dann kannst du hier aufziehen und dann hast du das schon in der Hand. Dann geht es für Claire zum ersten Mal in den Flugzeughangar, auch Shelter genannt. Hier steht ihr 100 Millionen Euro Düsenjet. Nächster Schritt, die Einweisung ins Cockpit. Oh, ich sitze. So, sehr gut. Nobel erklärt ihr alle wichtigen Flugzeugfunktionen. Warum habe ich denn so viele Knöpfe? Weil du fliegst doch eigentlich. Ja, aber du musst ja übernehmen, wenn es wäre. Normalerweise ist der Eurofighter nur für eine Person ausgelegt. Es gibt jedoch auch wenige Doppelsitzer. Die werden zur Ausbildung eingesetzt. Oder heute für Passagierin Claire. Also was du da bei dir jetzt in der Mitte noch siehst, ist der schwarz-gelbe Schleudersitz, der Grifftätigungshebel. Wenn wir den ziehen, dann gehen wir beide aus dem Cockpit raus. Das könntest heißt, du mehr im Konjunktiv sprechen, wenn du über den Schleudersitz wir sprichst? Wir würden rausgehen. Ja, nein, danke. Alles gut. Wenn man die gelb-schwarze Schlaufe zieht, dann aktiviert man den Schleudersitz. Und dieser unfassbar teure Eurofighter stürzt ab. Ich hatte so Angst, dass ich da vielleicht aus Versehen rankomme. Bevor das passieren könnte, fliegt zuerst Nobel alleine einen Testflug. Auf dem Tower beobachten Claire und Gordon den Start. Gucken wir uns den Start von Nobel an. Jetzt hat er schon über 150 Stundenkilometer, wenn er in die Luft geht, jetzt 200. Jetzt hat er 400 Stundenkilometer, 500 und... Oh, keine Wende, wollen wir? Was heißt wollen wir? Ja, irgendwann können wir es ja nicht mehr verhindern. Komm, los. Legen wir jetzt los? Ja, komm, okay. Geht los in die Flugvorbereitung. Okay. Christoph reist fürs nächste Training nach Oberpfaffenhofen, ins Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum. Für mich sollte es auf sage und schreibe 384.000 Kilometer raufgehen, denn ich sollte an diesem Tag auf dem Mond landen. Apollo-Astronaut Charlie Duke hat es vor über 50 Jahren wirklich dort hoch geschafft. Doch ohne Training wäre das unmöglich gewesen. Wir sind im Simulator wahrscheinlich 1000, 3000 Mal innerhalb von 2 Jahren auf dem Mond gelandet. Und das soll Christoph jetzt auch schaffen. Bei der DLR trifft er auf Ingenieur Miguel Neves. Ich weiß noch nicht viel, aber mir wurde gesagt, ich soll heute auf dem Mond landen.
Mal sehen, ob du das überlebst. Okay, das sind schon mal starke Worte. Ich nehme an, also wir steigen natürlich jetzt nicht, wir steigen noch in keine Rakete heute oder sowas. Was passiert hier? Wir haben hier eine ziemlich einzigartige Anlage. Mann, und heute üben wir, wie du in der Lage bist, eine Notlandung auf dem Mond manuell zu führen und das hoffentlich zu überleben. Ich höre gerade das Wort Notlandung. Warum muss das Wort Not davor, warum können wir nicht einfach nur landen? Aber normalerweise landen die durch Autopiloten. Doch wenn die Maschinen ausfallen, müssen die Astronauten die komplizierte Landung manuell schaffen. Das heißt, mit Steuerungsdüsen die Mondkapsel langsam zu Boden bringen. Wir haben trainiert und trainiert und trainiert. Du übst die Notfälle, die es bei der Landung geben kann. Der Ausfall vom Kontrollsystem oder ein Kraftstoffsystem oder was auch immer. Du musst in Notfällen reagieren können. Ich wurde von Minute zu Minute nervöser, aber bevor ich dann wirklich in die Landekapsel steigen durfte, gab es erstmal jede Menge Theorieunterricht. Diese Geschwindigkeit, das ist Mathematik aus der Grundschule, die Senkgeschwindigkeit muss negativ sein. Was soll negative Geschwindigkeit sein? Ich habe Physik nach der 10. abgewählt. Ich habe keine Ahnung, wovon hier gerade geredet wird. Gewinnst du Höhe, ist alles umgekehrt. Befindet sich dein Geschwindigkeitsbetrag außerhalb dieser Anzeige, ist eine Landung nicht überlebbar. Boah, wirklich? Ich hätte fast gesagt, lass uns einfach mal losfliegen. Wenn du mir all das jetzt schon erzählst, dann mache ich mir direkt Sorgen. Von der Theorie geht's jetzt zur Praxis. Miguel führt Christoph zum Simulator. Ach, hör auf, da ist das Ding. Das ist ja noch viel größer, als ich gedacht hätte. Miguel und sein Team haben aus einem Industrieroboter diesen Simulator entwickelt. Ihr Ziel? Die Mondlandung so realistisch wie möglich zu gestalten. Hab ich erwähnt, dass ich Höhenangst habe? Das ist schlecht. Oder? Für einen Mond, für eine Mondmission gar nicht so günstig. An der Kapsel wartet Andreas Seefried auf Christoph und weist ihn in das Raumschiff ein. Der Lander ist mit innovativen Steuergeräten und vielen Displays ausgestattet. Damit muss Christoph gleich klarkommen. Ich erkenne zumindest schon mal was wieder aus der Präsentation von eben. Hier ist der Joystick, das ist hier der Schuber wahrscheinlich. Genau. Hier ist deine Sicht nach außen auf die Mondoberfläche. Und ansonsten wird jetzt alles gleich einfach interaktiv passieren. Wir reden mit dir und werden dann einfach nach und nach die Schwierigkeit erhöhen. Vom einfachen Start bis dann zur Apollo 11 Landung. Christoph durchläuft heute verschiedene Flugmanöver. Das Ziel, am Ende soll er die erste Mondlandung von Apollo 11 meistern. Wir hatten Kommunikationsprobleme, wir hatten Computerprobleme, wir hatten Flugbahnprobleme. Was dazu führte, dass wir unseren Landeplatz ändern mussten, was wiederum zu Treibstoffproblemen führte. Die Probleme häuften sich und du sitzt da und denkst dir nur, wirst du es schaffen? Das muss Christoph heute auch durchstehen. Doch nicht alleine. Von einer Kommandozentrale aus wird die Mission von Miguel und Andreas begleitet. Sie können mit Christoph sprechen. Auf geht's zum Mond. Jetzt gib Gas. Merkst du was? Ich merk was, ich sehe was. Okay, jetzt geht's los. Ich bin unterwegs. Spoiler-Alarm. Ah, Gott! Einfach wird's nicht. Ach du Scheiße! Ja, offensichtlich. Wieso sagt ihr denn nichts? Oh Gott. Alter Schwede. Okay, und dann rumst das gewaltig. Hey, ich habe keine Ahnung, was hier zu tun ist. Meine erste Reaktion war, alle Hände weg von den Joysticks. Das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was man machen kann. Oh Gott! Christoph scheitert und scheitert und scheitert. Das wäre jetzt mein Ende gewesen, gib's zu. Ich lieg hier komplett auf der Seite. Ja. Miguel und Andreas versuchen vom Boden alles, um Christoph bei der Landung zu unterstützen. Alter, ist das krass. Das ist viel zu viel auf einmal. Jetzt blinkt dein Lämpchen rot. Ja, das ist toll. Jetzt ist Benzin alle. Das kriegen wir gar nicht mehr hin. Wenn das jetzt eine echte Situation wäre, was hätte ich denn dann jetzt zu tun? Du könntest beten. Ich krieg hier gar nichts geballert. Ich sterbe hier nur im All. Die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht. Ich habe das unzählige Male
versucht, sicher zu landen. Ey, das ist sauschwer. Kann ja niemand ankommen, der so aussieht wie ich und sagt, komm, ich setze mich hier mal in die Kapsel und ich lande euch jetzt mal auf dem Mond. Macht euch keine Sorgen, ich habe ein YouTube-Tutorial geguckt. Nach einiger Zeit kommt Christoph dann aber etwas besser mit seinem Raumschiff klar. Der Landeanflug der Apollo 11 startet. Komm schon, komm. Das wird doll, aber... Ah! Schub weg. Schub weg. Booster aus. Hey, gut gemacht. RCS aus, alles aus. War das eine Landung? Yes! Boom, wir sind gelandet, auf dem Boden aufgeschlagen. Und die waren so aufgeregt wie zwei kleine Jungs an Weihnachten. Ich habe geschrien. Houston, Orion ist endlich da. Fantastisch, aus vollem Halse. Wir konnten uns nicht beruhigen. John und ich sind auf und ab gesprungen. Wir sind auf dem Mond, wir haben es geschafft. Aber ich sitze hier mit schweißnassen Händen und komplett angespannt. Was ist das für ein Druck, der da auf Astronauten lasten muss? Das ist völlig irre. Christoph hat es geschafft. Er hat den Eagle heute erfolgreich gelandet. Wie fand Miguel seine Leistung? Ich hatte nicht den Eindruck, da jetzt sehr gut performt zu haben. Nein, aber du hast es überlebt. Und okay, vor einer Notlandung war das ein Erfolg. Das hat auch wirklich riesen Spaß gemacht. Das ist total aufregend. Es kommt so dieser kleine Jungstraum gerade wieder in mir hoch. Einmal Astronaut werden. Das hat heute so ein bisschen hart gekitzelt. Kann ich nicht leugnen. Zurück in Neuburg. Claire ist bereit für ihre finale Herausforderung. Im Eurofighter soll sie erleben, wie es Astronautinnen und Astronauten auf ihrem Flug zum Mond ergehen kann. Zusammen mit Pilot Nobel ist sie auf dem Weg zu ihrem Flieger. Servus. Servus. Hi, Servus. Servus. Hallo. Servus. Hi. Das ist unser Flugzeug für heute. Okay. Los geht's. Mit diesem Flugzeug geht es heute für Claire senkrecht in Richtung Weltall. Und hoffentlich auch wieder unversehrt zurück. Oh, jetzt gibt's kein Zurück mehr, ne? Ich sitze, ich bin angeschnallt, ich ziehe mir jetzt diesen Helm auf. Ich komme hier nicht mehr raus, bevor wir gelandet sind. And jetzt ist all in. Oh Gott, ich fange mich an zu weinen, das ist ja furchtbar. Nee, alles gut, ich bin heute emotional. Gleich starten die 150.000 PS starken Triebwerke. Die können den Eurofighter in der Luft auf knapp 3.000 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Damit könnte Claire heute den Weltraum so nahe kommen, wie nur die wenigsten Menschen. Für die Galileo Mission to Moon mussten Claire und Christoph beweisen, dass sie das Zeug zur Astronautin und zum Astronauten haben. Doch bevor sie für 48 Stunden in das Mondhabitat einziehen dürfen, muss Claire eine letzte Zerreißprobe überstehen. Den Flug im Eurofighter. Von dem Moment, wo die Triebwerke zum ersten Mal im Shelter angemacht wurden, bis zu dem Moment, wo wir dann final am Anfang der Startbahn stehen, ist eine gefühlte Ewigkeit vergangen. Aber je länger das auch für mich gedauert hat, umso aufgeregter war ich. Runway 27, clear takeoff, Channel 17, safe drück. Channel 1 ist clear for takeoff, Runway 27, switching Channel 17 für später, servus. Ja, yeah, bist du ready? Komm. Ja, geil. Ich bin ready, lass loslegen. Ab geht's. Und hier kommt die Energie. Knoten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier kommt das Fahrwerk. Wir sind bei 500 km/h. Bist du bereit? Ja, bin ich. Und es geht senkrecht nach oben. Jesus. Ich muss kurz funken, Moment.
dieser Moment, wo wir in Senkrechtlage gestartet sind, in diesem Moment habe ich mich wie eine Astronautin gefühlt. Oh, oh Gott, ich stehe im Senkrecht. Oh Gott, ich stehe auf dem Sitzplatz. Und dann kommt man in so eine Höhe, wo man ganz kurz auch sich schwerelos fühlt. Ich dachte, der Start, das wäre Horror, aber es war irgendwie recht schön sogar. Dann kam ein sehr, sehr schlimmer Moment. What the fuck is happening? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gott, das ist so irre. Noble und Claire steuern auf eine A400M zu. Ein Betankungsflugzeug der Bundeswehr. Eines der wohl schwierigsten Flugmanöver beginnt. Die Luft-zu-Luft-Betankung. Doch dafür muss Noble erst einmal den Schlauch mit dem sogenannten Fangtrichter treffen. Noble, mach keinen Scheiß. Okay. Ruhig bleiben. Und zack. Wie sieht das aus? Ich wünsche mir gerade nicht in dieser Situation zu sein, ehrlich gesagt. Echt, oder? Mit gefülltem Tank kann Claires Reise weitergehen. Mit Überschallgeschwindigkeit geht es in Richtung Weltall. Wir sind jetzt irgendwo bei über 15 Kilometer. Es wird immer dunkler über uns. Ja, genau. Das ist das, was ich meinte. Ne? Also wir sind nah zur Sonne, aber du hast es über dir komplett schwarz. Also viel höher geht's fast nicht mehr, außer du fliegst ins Weltall. So krass. Ich meine, da muss man dann halt in tatsächlich eine Rakete steigen, um höher zu kommen. Das werde ich nie in meinem Leben vergessen, dass ich wirklich so nah dran war. Astronaut Charlie Duke näherte sich mit 6 Stunden Verspätung dem Ziel seiner Reise. Du bist so aufgeregt. Du näherst dich dem Mond. Davon hast du schon immer geträumt. Ich hatte kein bisschen Angst. Du bist so fokussiert auf die Abläufe. Mach jetzt ja keinen Fehler. Erledige deine Aufgabe. Gut, dann starten wir jetzt nach unten. Oh, was machen wir? Ich mache eine leichte Rechtskurve und wir gehen jetzt ganz langsam entspannt nach unten, okay? Der Moment, als wir den Sinkflug begonnen haben und ich die Alpen gesehen habe, da ist es emotional mit mir durchgegangen. Da sind mir die Tränen gekommen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum. Ich glaube, ein bisschen war es eine Mischung aus, der schlimme Teil ist jetzt vorüber und es sah einfach so schön aus von oben. Mir ist irgendwie bewusst geworden, wie schön eigentlich unsere Erde ist. Das klingt super kitschig. Ja, und dann hat aber Noble noch mal einen rausgehauen. Kurz vor der Landung geht Noble noch mal in 7,42G Beschleunigung. Mehr als im Zentrifugentraining. Das ist dann doch zu viel für Claire. So, die Nummern passen, unsere Farbe ist unten, das Licht ist an und wir haben die Clearance to land. Alles gut? Doch auf dem Rücksitz bleibt es still. Wir sind gelandet und wir waren auf der Landebahn und ich habe gemerkt, wie es so hoch kommt. Und ich habe gedacht, das kann ja nicht sein. Klar, du kannst dich jetzt nicht übergeben, wo alles vorbei ist. Und dann musste ich doch leider zur Tüte greifen. Trotz des kleinen Zwischenfalls, Claire hat es geschafft. Das war so irre alles. Ich kann doch gar nicht glauben, was alles passiert ist in den letzten 1,5 Stunden. Herzlich willkommen wieder am Boden. Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das realisiere ich erst irgendwie morgen, übermorgen oder nächste Woche was.
hier passiert ist, aber das werde ich auf jeden Fall nie in meinem Leben vergessen. Nie. Für Christoph und Claire ging es in dunkle Tiefen. Hoch hinaus an ihre persönlichen Grenzen. Ihr Leben lag in den Händen von Maschinen. Und Menschen, denen sie vertrauen mussten. Du musst Abenteuer lieben. Du musst neugierig sein. Du musst die Herausforderung lieben. Das haben Claire und Christoph bewiesen. Und somit sind sie bereit für das Galileo Mission to Moon Experiment. Der Einzug ins Mondhabitat. Den ersten Teil der Mission haben die beiden hinter sich. Ziemlich spektakulär das Ganze. Die größte Herausforderung der Mission steht euch aber jetzt erst bevor. 48 Stunden in einem echten Mondhabitat. Und Sie zu Hause können die beiden in der Join Me App natürlich beobachten. Die ganze Zeit. Hey, ihr zwei, ich weiß ja, ihr seid neugierige Menschen. Habt ihr schon was rausbekommen oder eine Ahnung, was euch da drin erwartet? Also das eine oder andere Bild vom Mondhabitat wurde tatsächlich geleakt, würde ich es jetzt mal nennen. Also ich habe von außen eine Vorstellung, wie das aussieht, aber von innen gar nicht. Also uns wird ja oft nicht viel gesagt vor solchen Drehs, aber so wenig wie diesmal wirklich noch gar nicht. Es wird spannend, auf jeden Fall. Also ihr beide seht super aus, das muss ich schon mal sagen. Und ihr seht total entspannt aus, aber wunderbar. Seid ihr nervös? Ja, also das kann man, glaube ich, so sagen. Vor allem eben sich 48 Stunden am Stück live beobachten zu lassen bei allem, was man tut, das macht schon aufgeregt, ja. Und es ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung, so minimalistisch zu leben, wie man denn eben auf dem Mond leben müsste. Also wir dürfen lediglich eine Brotbox mit persönlichen Gegenständen mitnehmen. Und das war für mich eine Herausforderung, da irgendwie auszuwählen, welche paar Sachen ich denn da mitnehme. Für mich auch übrigens. Ich freue mich schon drauf und wie das Habitat wirklich aussieht und was die beiden über ihr neues Zuhause sagen werden, das erfahren wir gleich, wenn die beiden live einziehen hier bei Galileo Mission to Moon. Bis gleich, ihr zwei. Wie ticken die nächsten Menschen auf dem Mond? Genau das wollen wir in einem Live-Experiment herausfinden und lassen deshalb unseren Reporter Christoph Karasch und unsere Reporterin Claire Oelkers 48 Stunden in ein echtes Mondhabitat einziehen. Da sehen wir die beiden. Bis jetzt wissen sie noch nicht, was sie da drin erwartet. Und deshalb beobachten wir jetzt live, wie die beiden das erste Mal ihr neues Zuhause inspizieren. Verrückt, ey. Ja, mach mal die Tür das auf. Verrückt. Oh Gott, das ist, ich trete mal ein. Klein. Oh, erstmal hier, also ich vermisse hier so eine kleine Treppe. Okay. Das ist es riecht gar nicht mal so gut hier drin übrigens. Ich hätte gedacht, das sieht aus wie eine Studentenbude, aber das sieht aus wie so ein Labor oder so eine Arztpraxis. Schau mal, da ist auch so ein kleines Fitnessgerät. Und nein, ich sehe da schon Essen, so abgepackt und so lustig. Das habe ich mich gefragt. Kann ich hier morgen früh einen Mondkaffee erwarten oder muss ich direkt mit schlechter Laune in den Tag starten? Bitte keine schlechte Laune. Das irgendwas gibt es. Ich habe aber vielleicht ja auch das ein oder andere kleine Superding hier in unserer Privatbox. Guck mal, hier ist auf jeden Fall Zeitplan, wann wir was wie machen. Guck mal, hier ist auch schon eine Menükarte. Aha. Ganz viel, guck mal, hier ganz viel Papiere. Ich glaube, wir haben ganz viel zu tun. Weißt du, wo du direkt dran vorbeigelaufen bist? Woran? An unseren Kojen. Nein, an unseren wirklich? Betten. Guck mal, hier ist eine. Ah, guck mal. Das ist aber ganz gemütlich, ich hoffe, oder? Das ist nicht das einzige Bett. Man hat so ein bisschen Privatsphäre. Guck mal, hier gibt es auch noch eine. Wir kennen uns ja ganz gut, aber man muss ja nun auch nicht übertreiben. Wo geht man auf Toilette? Hier ist ein Waschbecken, das könnte ich zur Not benutzen. Du auch? Wir haben einen Garten. Der sieht aber irgendwie gar nicht so gut aus. Was ist hier los? Oh. Ah, aber perfekte Aufgabe für mich. Ich habe ja einen grünen Daumen. Hast du? Gut, ich würde dir das gerne überlassen. Aber ich frage mich wirklich, wo ist denn bitte unser Klo? Hä? Wo muss man denn? Hä? Ah. Hier ist noch ein Waschbecken. Wo ist denn da die Tür? Entschuldigung? Gibt's wirklich nicht? Guck mal, hier gibt's sowas. Was ist das? Ja, aber also man hört ja alles. Warst du noch mal groß? Darüber möchte ich, so weit sind wir noch nicht. Ich möchte noch nicht solche Informationen austauschen. Ich wollte dir ganz kurz sagen, wir leben hier auf 28 Quadratmetern. Gepupst wird wirklich ganz am anderen Ende, okay?
Wir werden Regeln aufstellen. Für alles, vermutlich. Wo wir können ist auch die so. Küche? Das wird spannend in jedem Fall. Jetzt schon sehr interessant. Und Ihnen kann ich es jetzt schon mal verraten. Heute Nacht wartet eine erste große Herausforderung auf die beiden, nämlich ein Sonnensturm. Wie es Ihnen dabei ergeht, das können Sie live beobachten in der Join Me App. Dort werden die beiden die nächsten 48 Stunden zu sehen sein. Und Sie zu Hause können sogar mitbestimmen. Zum Beispiel, mit welchem Song Sie geweckt werden sollen. Wir sehen uns morgen wieder. Dann natürlich mit den neuesten Entwicklungen von unserem Live-Experiment Mission to Moon. Das wird spannend auf jeden Fall. Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss und auf Wiedersehen.